Erstaunlich, dass dieser Mann noch lebt. Bei Verrätern kennt Putin sonst keine Gnade. Aktuell geht dieses Video viral. Es soll Prigoschin zeigen. Prigoschin kämpferisch. Die Authentizität des Materials schwer zu klären. Doch eins ist sicher. Die Verbreitung solcher vernichtenden Anklagen dürfte dem russischen Präsidenten nicht gefallen. Jewgeni Prigoschin. Ein Mann mit vielen Gesichtern. Er lebte im Luxus, schuf sich zahlreiche Identitäten. Man kennt ihn als Putin-treuen Koch, despotischen Oligarchen, als brutalen und ambitionierten Söldnerchef der Wagner-Truppe. Immer wieder greift er Putin und die russische Militärführung öffentlich an. Шойгу! Герасима! Ебаные припасы! Wer ist der Mann, der Putin herausfordert? Wir sprechen mit Insidern. I was scared. I realized that it's really dangerous. Er wird verehrt und gefürchtet. Doch wie groß ist seine Macht tatsächlich? Prigoschin has no real say in the operational aspects of the Wagner Group. He was installed as the CEO of the Wagner Group and he goes by the moniker Orchestrator. Prigoschin, der Orchestrator. Wohin dirigiert er seine Truppen als nächstes? Frontal. Spurensuche. Prigoschin. Die russische Band Leningrad besingt Prigoschin so, wie er in Russland lange gesehen wurde. Putins martialischer Heerführer, der im Auftrag des Kreml mit seiner Gruppe Wagner weltweit Angst und Schrecken verbreitet. Jewgeni Prigoschin und seine Wagner-Truppen sind allgegenwärtig. Spätestens seit der Kurzmeuterei, die 200 Kilometer vor Moskau abrupt endete. Looking at a lot of the chatter on pro-Wagner group Telegram channels, it is quite clear that there is some uncertainty. No one's too sure what is going to happen to the Wagner group. Joseph Jones hat früher für den britischen Geheimdienst gearbeitet. Seit Jahren analysiert er Daten und Posts aus Social-Media-Kanälen der Gruppe Wagner. And I suspect that at the moment Prigoschin is doing his best to justify the Wagner Group's existence and secure its future. Die Zukunft der Gruppe Wagner undurchsichtig und auch die ihres Chefs. Laut Geheimdienstinformationen trachtet Putin nach Rache. What we're seeing is a very complicated dance between Prigoschin and Putin. I think Putin is someone who generally thinks that revenge is a dish best served cold. So he's going to try to settle the situation to the extent he can. But again, in my experience, Putin is the ultimate apostle of payback. So if I were Prigoschin, I wouldn't fire my food taster. Wie der Kreml-Chef mit Kritikern umgeht, hat er schon mehrfach bewiesen. Auch Prigoschin ist berüchtigt für seine Skrupellosigkeit. Und das schon vor seiner Zeit als Wagner-Chef. Damals hat Maxim ihn kennen und fürchten gelernt. Very, very aggressive, very loud, very small height. It reminds me Napoleon, you know, all this behavior, it remind me Napoleon. St. Petersburg. Maxim arbeitete hier für Prigoschin als Security-Mann. Psychoterror und Schikanen gehörten zum Alltag. He called me like two or three o'clock at night and scaring me, just shouting, "Are you sleeping, you dickhead? You know that it's not allowed to sleep." I said, "I'm not sleeping. No, I'm not sleeping. I see that you are sleeping. I know that you are sleeping.
your fucking dickhead, what for I am paying to you, you know, like that. So he did it a few times. Ein Vorfall ist Maxim besonders in Erinnerung geblieben. Prigozhin habe mitbekommen, dass Maxims damaliger Vorgesetzter sich die Hälfte des Gehalts der Angestellten in die eigene Tasche gesteckt habe. Plötzlich sei sein Chef dann verschwunden. So I asked him, where is my boss? I want to speak with my boss. He said, he's not here. He smirked a little bit, smirked and said, he's in woods now. I said, what do you mean in woods? I don't know. Is it a bad joke or is it true? But he said it and I was scared. I realized that it's really dangerous, you know, the person just disappeared. 2 Tage sei er noch geblieben, dann floh er. Heute lebt Maxim in einem anderen Land, hat immer noch Angst vor Prigozhin. What I saw, it's just like a prison man. Just all these offensive, rude words, all the style of speaking. It's just like from prison, you know what I mean? It shocked me. Gefängnisjargon. Nicht verwunderlich. Prigozhin selbst saß 9 Jahre im Gefängnis. Seine Nähe zu Strafgefangenen zeigt auch das Projekt K. Codename für die massenhafte Rekrutierung von Häftlingen für den Angriffskrieg in der Ukraine. Diese Bilder zeigen, wie Prigozhin in Russlands Gefängnissen unsöldner wird. Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Laut Gruppe Wagner wurden 49.000 Häftlinge rekrutiert. Gefangene mit zum Teil lebenslangen Haftstrafen lockte er mit dem Versprechen von Freiheit. Nach 6 Monaten Söldnereinsatz im Krieg. Jetzt muss man aber auch wissen, dass natürlich gerade diese Strafgefangenen einen Großteil dieser völlig absurden Wellen von Angriffen in Bachmut gestellt haben. Das heißt, ein großer Anteil dieser Kämpfer hat gar keine Chance gehabt, die 6 Monate zu überleben. Jetzt wurde das Projekt K beendet. Die Söldner der Gruppe Wagner formieren sich neu. Hunderte Fahrzeuge auf dem Weg nach Belarus. Vor Ort spricht Prigozhin zu seinen Kämpfern. Kurz darauf ein bizarrer Auftritt. Putin und der belarussische Machthaber Lukaschenko scherzen über einen Ausflug der Söldner nach Polen. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад. Разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. Die Vorstellung von Wagner-Söldnern auf direktem Weg in den Westen. Das soll vor allem Ängste schüren. Wagner ist für Russland als Unsicherheitsfaktor über die Ukraine hinaus wichtig. Als Unsicherheitsfaktor, der jetzt auch ganz klar nicht mehr als Russland definiert werden kann, ist es natürlich ein Vorteil. Und wenn dann hier Dinge passieren, die vielleicht auch gar nicht durch den Kreml angeordnet wurden, erhöht es den Druck auf NATO, es ist Teil der hybriden Kriegsführung und der Sinn und Zweck ist einfach, Unsicherheit zu produzieren, was Wagners Rolle bisher überall war. Welche Rolle Prigozhin dabei spielen wird, ist noch unklar. Fest steht, weiterhin scheint er mächtig genug, um den Kreml-Chef herauszufordern. Prigozhin bleibt unberechenbar, so wie seine Söldner, die Gruppe Wagner. Was denkst du?
Was wird der nächste Schachzug? Schreib's uns in die Kommentare. Und wenn du mehr über das Geschäft der Wagner-Söldner wissen willst, klick auf unseren Film links.